Machen Sachen. Am frühen Morgen, meine Frau schmeißt alles runter. Ich dachte mal, was nach oben schmeißt. Nee, schmeißt alles runter. Eine neue Trinkflasche. Ja, Wahnsinn, eine neue Trinkflasche. Wie schön, die fragt, wo die ist. Ich habe die Verpackung liegen sehen. Wahrscheinlich die Rechnung bezahlt. Aber ich habe die Flasche noch nicht zu Gesicht bekommen. Nein, das habe ich nicht. Cool, die kann ich auch so. Ja, hoffentlich. Virale Videos. Habe ich nicht. Thumbnail von Marlies, ihrem. Ja, kannst du es nicht. Du kannst es aber umändern. Und du machst es. Imaginären. Ja, ist gut. Ich meine, es sieht so aus, als mit diesem Titel, als würdest du es aufnagen. Mit deinen Zähnen. Als wären deine Zähne passgenau. Man würde dein Gebiss so reinstecken und drehen. Wie auch immer. Das hat schon 726 Aufrufe. Pitlock-Aktien sinken im Keller. Wegen Tommy. Die Pitlock-Aktien in Klo, die haben noch keine Aktien. Zu Pitlock wollte ich übrigens noch mal was sagen. Natürlich könnt ihr das verhindern, dass man das so leicht aufbekommt, indem ihr das Pitlock natürlich richtig fest verschließt. Da wird es schwerer, aber es ist nicht unmöglich. Es ist wirklich so, manchmal braucht man einen Schraubenzieher, das ist natürlich selten, aber es ist. Manchmal braucht man zwei Schraubenzieher und man füllt damit halt wirklich diese Aussparungen. Im Grunde genommen macht man das Gleiche, was man mit diesem Original-Pitlock-Schlüssel auch macht. Man verfüllt eben diese Aussparung. Manchmal braucht man auch eine andere Größe vom Schraubenzieher. Ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Also. Aber es funktioniert tatsächlich. Nicht überall. Umso runder, wie gesagt, das Inlay ist, was sich da drin befindet, umso schwieriger wird es, das zu öffnen. Aber wenn man es richtig festschraubt, ist es schon mal noch schwieriger. Also nicht übertreiben mit dem Festschrauben, dann reißt es auch ab. Aber ihr müsst halt diesen Punkt finden. So leicht, wie bei diesem Rad war, ist das wirklich selten. Ich schaue mal, ob ich demnächst nochmal einen Pitlock kriege, wo jemand einen Schlüssel verloren hat. Das sollte man natürlich auch nicht unbedingt bei jedem Pitlock machen, üben. Das kann ja durchaus auch sein. Eigentlich sollte da nichts passieren oder so. Aber dass man das Inlay vielleicht beschädigt oder so, ist eigentlich nicht der Fall. Aber muss ja nicht sein. Ja, das wollte ich eigentlich nochmal dazu sagen. Grundsätzlich ist es aber möglich. Über alle anderen Sicherungssysteme unterhalten wir uns ein anderes Mal. In den Keller. Oh, ich habe ausgemacht statt an. Jetzt sieht es an zu Räder sortieren. Oh, ist wieder Zeit für lange Hemden. Auf alle Fälle. Kurze Hosen, lange Hemden. Kurze Hose ist okay. Aber lange Temp braucht manchmal. So. Meine Güte, was haben wir denn jetzt hier? Den. Das ist ja richtig Chaos hier. Ja, wie war deine Einschulung? Ja, meine Einschulung war die nicht lange her. Ich kenne ja nicht sagen. Du schenkst mir was zur Einschulung? Ja. Nein. Wolfgangs Einschulgeld. Nee. Gut, ja. War schön. War in Ordnung, ja. Du hast ja was fabriziert. Was habe ich fabriziert? Fabriziert? Ja. Das heißt, die Leute haben alle nicht verstanden, was das sein sollte. Da reingeschrieben, Einschulung. Was ich meine. Ja, und? Gut. Es waren Leute dabei, die haben das nicht mitgekriegt, wo wahrscheinlich irgendwie nicht mitgekriegt, auf Englisch oder was, ich konnte die lesen. Ja. So, jetzt war ich da. Ist doch eine Schultüte jemals halt gewesen. Hat man noch gesehen. Naja, weiß ich nicht. Ist auch wurscht. Wieso? Na ja, jedenfalls bin ich zu Aldi gegangen und die am Sonntagvormittag. Ja. Ich musste, und dann hatte ich zwei Sachen. Ja. Und wenn ich die ganze Nacht heute laufen wollte, ich verstehe, warum nicht auf, dachte die eine. Dann sagt sie, sehen Sie doch, da steht da dran. Ach so, wenn ich nichts verstehe, dachte ich immer. Ich sage, er hat auch mal was vor oder so. Ich bin ja abgeräumt, ich hab hier alles hier. Da kam immer mehr Leute. Da kommt immer mehr. Das war dann eine 10, entweder wollten die eine. Mir hat das Willen.
wollte mir Rad Räder pumpen oder was weiß ich. Und einer hat ja wohl erzählt, warte, haben sie wohl daher von dabei rumgedacht, da haben sie sich wohl die großen Wagen ausgeliehen. Ja, ja, das war aber klar. Das war am Tag vorher, die haben ja Schlüssel gehabt. Habe ich ja am Tag vorher klar gemacht. Ja, 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 so. Weiß ich, aber trotzdem. Aber die Fahrkarte war gut, danke. Ja, bitte. Aber das war irgendwie ein kleiner Reinfall. Wieso nicht? Ja, Entschuldigung, machst du, nein. Wieso bitte? Du hast Kinder schuld, ich habe auch hab Kinder schuld. Nee, das war so. Ich bin gestern noch in den Garten gefahren. Oh, ich habe doch gesagt, das ist nur noch am Samstag. Ja, 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 Entschuldigung. Wolfgang, hörst du auf, ich hab dir das gesagt. Doch, hör mal zu. Das ist mir auch eingefallen. Könnt ihr jetzt arbeiten? Könnt ihr jetzt mit dem Motorrad weg? Das kann ja nicht sein. Wolfgang, hast du dich erwischen lassen? Von wem? Mit dem Schwarzfahren? Nee. Ich hatte Samstag keine Zeit gehabt. Das war so blöd. Da hab ich gedacht, dann müsste ich jetzt gestern hier fahren, Mittag. Ja. Dann bin ich gestern rausgefahren. Dann hab ich gedacht, wie denn da hier Flaschquali war. Mensch, kriegt auf die Karte drauf. Das ist ja nicht mehr gültig. Weil er muss noch bis Samstag gültig. Ich hab's zu dir gesagt, ja, Freitag oder Samstag. So, ist dann nicht so schlimm. Doch, dann hätten sie sich erwischt, hättest du 40 Euro. 60. 60? Ja. Naja, zum Glück. Ja, ich hab mir drei, vier Sachen davor rausgenommen. Für mich war das Wichtigste da. Jedenfalls wollte ich sagen. Ja, wir kommen hier noch im Jahr, dann hat mir doch eher noch die Fahrkarte gegeben. Da hat dann mal Glück gehabt. Oh Mann. Da hat ich weiter beim Wohner angerufen und hat dann das erzählt, wa? Mit dem Wohnungs. Ja. Ja. Und jetzt schicken die mir eine Kopie zu, dass ich den E-Kreuz fehlt. Und ich dachte, Siehste. Ja. Hast du nicht gut ausgefüllt, falsch ausgefüllt sozusagen. Doch schon, haben wir ja schon gemacht. Doch, was ich nicht wusste, die wollten wissen, ob ich Mietzuschuss kriege. Ja, das müssen sie doch wissen. Ja, das wissen die auch. Ich habe euch ein paar Mal ausgeschrieben. Das musst du doch, aber wenn die dich fragen, neu wieder ankreuzen. Das steht ja auch drauf. Wolfgang, du musst herkommen. Ja, ist auch ja. Ich, du, wer? Ja, Alter. Komm mal zu Alex, der faule Hund, der kommt ja nicht vorbei. Denn seine Beine sind ja kaputt. Der kann ja nicht laufen. Dann müssen wir jetzt zu Alex kriechen, ne? Very well. Very well. Moin. Very well. War da ein Hund drin oder so? Weil alt aufgewühlt ist. Eine Ratte war da drin. Ja, wahrscheinlich, wa? Ja, das ist ein Hund. Alt aufgewühlt, die ganze Hunde, das kenne ich dann. Moin, Alex. Moin. On TV? Old Dude? Ja, Old Dude, ja. Hast du mal bitte einen Kellerschlüssel? Ich hab den, muss ihn nach oben rennen. Von hier, mein. Deswegen holst du ihn ran, warum kommst du nicht vorbei und holst ihn? Na Mann, oh, weil ich einen Helm hier habe. Weil ich einen Helm hier habe. Ja, ich muss nach oben. Stress doch mal nicht so. Ist ja furchtbar. Jetzt hat er seine Zeitung so vergessen wegen dir. Oh Mann, ich brauche nur einen kurzen Schlüssel. Einmal kurz, dann bin ich gleich wieder weg. Einen kurzen Schlüssel, Bruder. Oh Gott, hier ist mal durch, wenn ihr sagt. Na ja, da. Rüdi, weißt Bescheid. Ja, bitte. Bis dann, ciao. Na? Moin. Ja? Ja, in der Piste hin. Kann da mal weg. Das ist nicht meiner, ne. Der Rossi rollt gleich so bam. Ja, Pflaume kommt schon, ist schon da. Holz kommt. Du brauchst einen Tisch. Italienische sagt schon, wie heißt das? Das auch. Das ist Frank, wa?
quasi Wolfgang. Am Kanal joggen. Es war unheimlich sauber. Vielleicht ist da immer einer durch. Ja. Einer reicht nicht, wa? Hallo, bleib sitzen. Heute. Spende am Morgen. Ja. Kein Problem. Nicht rausfallen, weil das ist ja eigentlich total locker drin. Das ist doch schon voll. War ja nur damit der Müll. Naja. Ja. Ist doch schön leicht geworden, Mann. Ja, ja. Schön ausgetrocknet jetzt mittlerweile. Dann machen wir den hin, weil wir gleich in den Keller. Ja, kommt wieder Müll drin oder was? Hä? Und dann kommt doch wieder Müll drin. Oder? Nee, jetzt kommt was anderes drin ohne Loch. Ohne Loch. Ohne nee, ich glaube, da ist nur oben verfüllt. Okay. Ja, das ist ein Gate nicht durch. Genau, jetzt ist ja die Frage, ob du noch so Bühne hast. Geht's wieder? Moment, Kaffee haben, Mika. Ich hab irgendwo unten nur noch irgendwas. Wieso, was ist denn? Da bin ich so groß und stark wie ihr. Gott, Gott. Lieber Hirn. Naja. Innerliche Reifung wird da natürlich nicht mehr passieren. Aber wenn jemand erwartungsfrei da rangeht. Das war auch mal ein schönes Besoffensein. Zwei Tage lang besoffen, aber immer schön. Super. So ein Blatt Papier halten, muss man so. Ja, ja. Oben ist Erdbeben, unten geht's noch. Zwei Hände würde ich zerreißen. Nur halbe. Ja, Leute, lassen wir vorbei. Ja, du bist ja jetzt auch nicht besonders beschäftigt, oder? Ja, gerade bin ich am Dribbeln. Stell dir mal vor, es wird irgendwann olympisch. Reifen dribbeln. Mhm. Mit 2,50 Meter höher. Wird. Hier ist auch die Originalaufzeichnung von dem Erfinder, der gerade aus seinem Keller gestiegen ist. Da ist das Reifendribbeln hergekommen. Das erste Reifendribbeln. Das erklärt auch im Nachhinein, wie die Pyramiden gebaut wurden. Vollgummi, ja? Ja, ja, genau. Vollgummi. Trampolinboden, Birknerstraße. Steht im Reiseführer. Ah, oh, geil. Ich finde ziemlich aus der Luft gegriffen. Boah, akrobatische Wort. So, jetzt, wow. jetzt machen wir das quer. Nee, das geht nicht. Fett, Kugel. Drrr. Die müssen da durch. Hier, Feuer jetzt an dich. Mit Abgabe. Das ist echt zu schnell. Also, jetzt wird mein Herz wieder zittrig. Den Kinderwagen. Eben. Das ist ein Semi-Slick, was du da hast. Semi-Schlick. Mache ich das jetzt richtig, dass ich jetzt die Kugeln hier reintue? Ja, wo sollen sie denn sonst hin? Nein. So, das hinauf, aber der Ring hier, der muss auch. Hätte ich mal. Das ist. Ah, ja. Ist gar nicht das Amt, das ist ja das Jobcenter. Und du bist ein Klient. Ich bin Klient. Hm? Aber jetzt bald ja nicht mehr, sage ich dem ja auch. Die sollen mir nur noch mal jetzt hier einen schönen PNF-Schein bezahlen. Was tut ihr? Fortbildung in der neurologischen Behandlung. Brauchst du nicht erstmal die Einweisung? Ja. Ja, ich gehe gleich danach zum Doktor. Ist das jetzt drin? Nee. So richtig nicht, ne? So. Ja, wie soll man das jetzt noch gucken? Denn wenn du zusammenschraubst, ein bisschen drauf achten mit Sensibilität. Jetzt. Ja, beim Zusammenschrauben dann von Konus. Kann ich einfach rindrücken? Zeit mehr für Sie. Das ist super eigentlich. Ja, ich könnte jetzt spät kommen, weil ich will ja eh nur 3 Minuten heute mit ihm reden. Der nimmt aber den nächsten dran. Ist ja nicht so, dass er Beine übereinander schlägt und sagt... Der nächste ist doch noch gar nicht da. Glaubst du, sie kommen eine halbe Stunde vorher? Natürlich. Also ich würde immer eine halbe Stunde vorher kommen. Zum Jobcenter. Wie? Zum Job? Mann, natürlich. Das ist ein Easy-Job.
da muss man nicht so. Wie ist das Jobcenter ein Job? Mhm, klar. Das ist doch kein Job. Versicherung und Geld, alles stimmt. Wei, wei, wei. Was mache ich jetzt? Alles verkehrt. Ja, ne? In diesem Land. Nein, ich meine jetzt hier. Ach so. Na, dreh mal. Dreht sich noch sehr leicht. Also. Jetzt haust du da mehr rum, als dass du das sauber machst. Ja, ne? So ist das. So kannst du nicht zum Amt gehen. Wie sieht denn das aus? Macht einen schönen Eindruck. Warte. Den Konus. Aha. Nicht festdrehen. Sind wir nicht schläfert? Hier ist die ja noch fest. Ich muss jetzt quasi erstmal die Mutter von außen festziehen. Kratzt. Ne, dann kontern die Beine gegeneinander. Herrgott, mach. Ja, aber ist fest jetzt so. Ja. Dann lass mal so. Und das in Ordnung, wie läuft doch. Fässchen. Dann ist gut. Dann kann ich jetzt ja, zum Jobcenter. Ja, an jeder Stelle. Was kannst du? Zack. Zum Jobcenter. Arbeiten für den Weg zum Jobcenter. Ach so. Oh. Ja, ja. Ja, läuft. Ja, das ist schon noch. Mikas Rennposition. Was machen wir denn? Mal Rennrad. Rennerin. Ja. Ciao, ciao. Dennis, Tag. Hey, na? Wie geht's? Geht so, geht so. Aufgenommen auf Klangfilmapparatur. Ich war gestern zum hier Staatsbesuch. Wendlerblock, da sagt der mir von der Gebirgsjäger, ja, ich zeig da. Die haben nicht mal genügend von der Deckung dabei. Bei der Gebirgsjäger. Ist schlecht. Ja, für alle Scheiße haben wir Politiker Geld. Streiten sich wie die kleinen Jungs um Bonbon. Ja, aber nicht um eine Isodecke. Aber nicht für so eine Sachen, was die dringend brauchen. Und hast du gleich auf die Seite geschlagen, der Gebirgsjäger? Hast du gesagt, so geht das nicht? Aber nicht. Hier unterwegs bin immer mal so ein paar so Decken für 1-2 Euro mitbringen. Und den die Gebirgsjägern spenden? Pack mir die in eine extra Tasche, stell die beiseite zu Hause und beim nächsten Mal nehme ich das mit. Ja, die haben, das ist so wichtig. Du kommst hier ist bei schönem Wetter, hier ist da los. Als Soldat und schneist ein bis an Arsch. Das ist nicht der Schnee, sondern nur hoch wie die Häuser. Ja. Ja. Und da hast du so eine schöne Isodecke nebenbei. Na, aber für ein paar Pfennig. Ist ja ein Ding. Die haben aber auch, wenn einer verschüttet ist, so eine lange Stange dabei zum. Zum Suchen. Zum Stekern, Stekerstangen. Ah. Ins Auge kommt, genau. Du, das ist nicht lustig, wenn halt einer, fest! Wenn einer verschüttet geht. Nein, aber wie gehen die denn verschütten, die Gebirgsjäger? Na, wenn die eine Lawine überrascht in der Berge. Was wollen die denn da mit Lawinengebiet? Kommt der Dreck runter. Kommt der ganze Dreck runter. Unten im Dorf Regen ist oben Schmerz. Oben hast du nur, gehst los nach der schönen Wetter und kommst du wieder. Da musst du Wintersachen mehr mitnehmen. Warm Anorak, warme Thermohose. Kannst dir ein T-Shirt mitnehmen, musst aber auch Thermohose mitnehmen. Und warme Klamotten. Ja. Die musst du mitnehmen. Die kannst du zusammenrollen, rinnen in den Rucksack mit. Ja, das hat alles im Rucksack Platz. Die haben sogar eine Bohrmaschine mit dabei. Bohrmaschine mit Akku dran, Ersatzakku nehmen sie noch mit. Bohrer, alle schleppen die noch mit. Seile, alle schleppen die mit. Das sind rund so 20, 25 Kilo Ausrüstung. Ja. Da auch so. Ja, bloß nicht zu weit. Nur so ein Popel. Ja, hier haben wir so ein AXA-Reparaturlicht, das funktioniert schon wieder nicht. Muss jetzt leider ab. Achsmutter muss ab. Hinterradsblatt, wie man unschwer erkennen kann. Thank you.
So, läuft der nicht überhaupt noch gerade jetzt? Der Schuh? Ja, läuft gerade. Sitz fest, andere Seite ist fest. Schaltung ist wieder dran. Ich hätte das erstmal ein bisschen mit Lösemittel behandelt. Muss man nach einer Zeit nochmal spannen. Achso, und hier den Klingelfragment schraube ich noch ab. Ja, ich hab was für dich. Ach! Was hast du denn für mich? Ach, Cracker! Wie original Crackers! Kreckerbande. Mit Quark schmecken. Für die Karte. Für die Karte? Ja, komm. Das war ja nur so. Figuren, ja, diese Fratzen. Astro TV. Also ich bin nicht mehr, ich vorstelle, dass das alles ernst ist, aber die machen eine Kohle damit. Genau, ich mache Geld damit. Insofern ist es schon ernst. Gut, ja? Ich hoffe dann auf meinen Jackpot. Ja, dann machen wir. Ach so, ja, mit Stumas. Ja, ich habe ja. Aber die hast du schon länger, ne? Ein paar Jahre, wenn ich schon. Du hast die Lampe. Ja, die habe ich schon eine Weile. Guck mal, jetzt kommen immer so hier. Bestimmt 5 Jahre. Zeit, oder so. Ja, und das ist ständig im Wandel hier unten. Ne? Aber so schön. Nee, hier der Palmonator einmal in Jahr. Aber sieht man nicht so oft so schöne Lampe. Auch bei Antecken. Noch gar nicht, habe ich die gesehen so in der Art. Also nicht weit weg, das ist nicht aufwendig. Na, was soll das denn so weit weg? Wow, sind die 3,5 Stunden oder was? Weniger. Steht Papier bei dir vorne hier? Oben, gerade abgeholt worden. Und schon wieder leer. Jetzt ist gerade leer. Sucralose. Klingt wie eine Krankheit, oder? Ja. Frisch hier drin. Gleich ein bisschen kälter geworden. Mann, oh Mann, ey, was ist denn hier los, ey? Sorry for that, but it is like this, huh? Yeah, it's like everyday phones. Money the phone now the custom lights. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Dem komme ich hier nicht weit. Mai, oh Mai, heute ist ja überhaupt nichts los. Wenn ich nicht ein bisschen Besuch gehabt hätte, wäre es so grottenlangweilig gewesen. Aber wir hatten Mika da, habt ihr ja gesehen, wir hatten den Dennis da. Habt ihr auch gesehen, der holt jetzt sogar noch eine Suppe, dass wir hier wirklich essen können. Hier muss ich noch Licht tauschen, das habe ich total vergessen. Und das wäre ja schlimm gewesen. Aber jetzt habe ich ja, ich habe ja so viel Zeit. Mit dem AXA Spark Rücklicht. Guck mal, ohne mal, was da jetzt noch mal. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Zack, 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 zack. AXA Spark. AXA Spark. Ich schwöre euch, ich drücke hier 2-3 Mal. Hängt es wieder ran und es läuft. Wenn es vorher gelaufen ist, muss man dazu sagen. Der Dynamo selbst funktioniert. Ja, gucke. Wir drehen. Immer wenn ich hier drücke, läuft's. Hier. Achtung, ich drücke. Das ist nicht kaputt, das Ding. Das ist nicht kaputt. Das ist einfach nur dieser Wackelkontakt. Er möchte trotzdem ein anderes jetzt haben. Weil ihm auf die Nerven geht, dass es dauernd kaputt geht. Und das ist ja eigentlich nicht mal kaputt. Das ist ja nervig. Mann, ey.
Baut eure Räder richtig, baut eure Teile, die ihr verkauft, richtig. Baut sie so, dass sie halten. Das ist doch nervig. Und für die Kunden, die kaufen dann was anderes. Guckst du, siehst du. Wer kauft jetzt hier? Ja, er kauft jetzt Busch und Müller. Marke wechselt. Bis jetzt, wie gesagt, finde ich die total toll. Diese Rücklichter von Busch und Müller, weil die sind unkompliziert, die sind einfach aufgebaut, da ist nicht so viel Schnicki-Schnacki dran, aufs Wesentliche beschränkt und haben eine unheimlich helle Leuchtkraft. Strahlen wirklich gut ab. Von der Lichtausbeute quasi ideal. Fallen nicht groß auf. Hab's an meinem an einem meiner Mieträder habe ich so ein Ding montiert, seit einem Jahr ungefähr, und läuft und läuft und läuft. Finde ich gut. Kann ich nicht meckern. Steht draußen, im Regen quasi, in der Sonne, im Dreck und läuft und läuft und läuft. Und ist nicht so auffällig, wie gesagt, man bleibt nicht dran hängen, großartig oder so. Ja. Mag ich. So was mag ich. Zweckmäßig und funktional. Des Weiteren finde ich gut an diesen Busch und Müller, an diesen Lichtern, dass sie hier so ein Kabel haben, ein Stück Kabel, was hier reingeht. Also man muss nicht direkt am Gerät klemmen, somit ist diese Verbindung außerhalb des Geräts und hier drin scheint er alles verschweißt zu sein. Ich habe so ein Ding noch nie auseinandergenommen und alles bombensicher irgendwie zu sein, dass es hält. Und die Kontaktschwierigkeiten könnten maximal hier entstehen, an der Stelle. Und die hat man außerhalb, die kann man zur Not, wenn ein Kabelbruch ist, kann man es auch noch ein bisschen verkürzen oder so, ja. Und hat dieses ganze Brimborium nicht, was man bei den anderen hat, dass der Kontakt direkt da an der Lampe stattfindet, am Gehäuse stattfindet und da immer irgendwelche Schwierigkeiten nach irgendeinem Randpopeln oder so, wenn der Stecker ab ist. Das hast du hier gar nicht. Hier kannst du direkt hier arbeiten, wunderbar, zack, zack, ranstecken. Man kann es sehen, es ist zugänglich, nicht irgendwo unten drunter, nicht irgendwo hinten dran. Finde ich super, finde ich einmal frei gelöst. Die Einzige, was man machen muss, ist, dass man eine Steckverbindung herstellen muss. Man kann hier nicht einfach nur ein Kabel reinklemmen. Ne? Also da wird ein Kabelschuh draufgesetzt und dann kann man das hier in die Steckverbindung reinstecken. Das machen wir jetzt. Das ist das Video für heute eigentlich. Womit ich dem Vlog ein bisschen Mehrwert gebe. Denn, wie gesagt, liebe Leute, Mehrwert ist offensichtlich wichtig. Und das ist ja auch richtig. Wer möchte seine Zeit mit sinnlosen Schwachsinn verbringen, so wie ich die meinen heutigen Morgen? Irgendwelchen Blödsinn labern. Also ich klemme jetzt das Kabel hier ein. In diesen Kabelschuh. Ich weiß, ich muss mir mal so eine Zange holen. Also wirklich, das habe ich nicht. Ich habe nicht diese Spezialzange. Diese Krimpzange. Die habe ich nicht. Ich mache das immer mit dieser Flachzange, schon seit Jahren mache ich das mit dieser Zange und es funktioniert tatsächlich aber auch. Wahrscheinlich, weil ich es seit Jahren so mache. Den unteren klemme ich auf die Isolierung, den oberen klemme ich aufs Kabel. Dann kommt nochmal Schrumpfschlauch drüber hier. Schaut mal, so sieht das aus denn. Ja, ich weiß, nicht professionell. Ich habe es mit der ganz gut im Gefühl. Das ist meine Methode. Das ist nicht die offizielle Methode und ist auch nicht die richtige Methode natürlich, sofern es ein richtig und falsch gibt im Leben. Denn auch das ist bekanntlicherweise ja Ansichtssache. Zweimal Schrumpfschlauch. Geschrumpft den Schlauch, einmal abgekühlt den Schlauch, einmal. Auch immer gleich, jeden Tag gleich. Dass die hier vorbeilaufen und sich gegenseitig anbrüllen beim Reden. So. Ich habe es jetzt einfach zusammengesteckt, habe ich hier oben einmal rumgewickelt, hier oben, so dass es hier hoch, nicht hier unten am Reifen schleift, denn ja, da muss man aufpassen, hier kommt er hier an der Seite raus. Das hätte man auch vielleicht anders lösen können, indem man hier eine kleine Bohrung macht ins Blech und dort durchführt. Aber es wäre vielleicht noch eine Schwachstelle im Blech gewesen. Also insofern vielleicht ganz okay, aber man muss halt achten, dass hier
nicht der Reifen am Kabel schleift. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich drehe hier vorne den Reifen. Achtung! Ist er hell. Ich finde das super hell. Ich finde das richtig gut. Und das strahlt schön ab. Jetzt sieht man von Weitem. Besser geht's nicht. Ist simpel. Besser geht's nicht. Bis jetzt nur Positives über dieses Licht. Und naja, das ist doch auch alles Quatsch. Ich meine, muss ja hier, das hätte man sich alles sparen können, das ist Müll. Der Reflektor ist okay, aber das hier links, rechts und dann so ein kleines Schneebriesel da drin, wo die Kontakte, die hier hinten dran sind, immer versagen, immer verkacken. Das kann ich natürlich immer noch reparieren, hinbiegen und wieder verbauen bei einem meiner Mieträder vielleicht oder so. Ne? Aber eigentlich ist es ein kleines Fehlkonstrukt und so viel Material verbaut dafür. Ist halt schade. Mal gucken, ob noch was Interessantes passiert. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Essen. Da gibt es nämlich Suppe. Ich habe hier gerade den Reifen ausgebaut. Ich wollte eigentlich den Schlauchwechsel jetzt nicht unbedingt nochmal filmen, aber ich meine, ich habe den Reifen hier raus, den Schlauch ausgebaut. Und was mir denn entgegenfiel, war, hatte ich ja noch nie gehabt hier. Ein Stück Linoleum mit Kleber dran. Das war Linoleum, ne? Also so Plastik, so Kunststoffbelag für den Boden. So, sieht man auch so schön das Muster hier noch, dieses Parkettmuster. Das war drin. Rein optisch, äußerlich sehe ich auch die Notwendigkeit nicht, doch hier sehe ich sie. Der Reifen ist zerstochen worden mal. Und da haben sie das Ding vorgemacht. Ja, aber das hält nicht. Ich kann doch nicht diesen Reifen einbauen. Also, gute Frau, ich kann nicht, weil sie meinte, ja, nicht mehr, nicht mehr. Hier kann ich nicht einen neuen Schlauch einbauen. Das funktioniert nicht. Kann ich nicht. Ich kann nicht hier und einfach tatsächlich Linoleum davor stecken und das war's. Also, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das kann. Na, nee, das geht nicht. Kriegt das Felgenband hier auch nicht hin. Da muss man ein anderes Felgenband drüber. Also ich musste ein, ihr braucht das Hinterrad einbauen. Ihr braucht die Decke. Und ein neues Felgenband halt drin. Meine Tochter hat die Botschaft jetzt irgendwann. Oder war der 9.? Na? Der 7.9. war das. Ah. Also bildet richtig irgendwie. Meine Tochter besucht mich in meinem Keller und guckt wieder mal YouTube-Videos. Aber was soll sie denn jetzt auch machen? Ach Mensch. Ja, perfekt. Danke. Es ist der richtige Platz für dich, das ist wieder. Spardose. Hättest du so einen Seitenschneider da, mit dem man das abzwicken kann? Willst du es gleich abschneiden? Nee, oder kommst du später? Nee, ich hab's Rad draußen. Achso, dann haben wir den da auch, ja. Dann mache ich das mal fest. So, bezahlen muss dafür einen verlorenen Schlüssel, aber so ist es halt, wa? Kostet. Musst du nachbestellen. Müsste ich nachbestellen, aber er bringt ihn. Der Schlüssel dieses Schlosses befindet sich zurzeit in Argentinien. Cool. Ja. Sollte er den mit einer Karte im Briefumschlag hierher schicken lassen? Eigentlich ja, und ein Foto eigentlich, ja, wo man ihn so Argentinien. So das typische, was man da so hat, hier entweder diese Statue, diese Jesus-Statue. Rio de Janeiro. Ja, steht ja woanders, oder? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ist zwar eine Stadt, in Argentinien ist zwar ein Land. Und, naja, aber die Statue steht doch in Rio de Janeiro. Ja oder nee? Ja, aber wie heißt denn das Land, in der Rio die Hauptstadt ist?
Brasilien? Ja! Genau. Was meinst du denn? Aber wir reden von Argentinien. Wir reden von Argentinien. Ja. Und nicht von Sardinien. Also. Rio de Janeiro. Das war Mussolini. Der Dutsche. Hallo, na, wer bist du denn? Aha, wo entdeckst du dich? Ach, das Kind. Hallo, Mann. Aber da hat er den Porri. Der Boba. So ein Lichter. Stimmt auch. Wieder das Gleiche? Ja. Sag mal, meine Tochter erkennt es. Das war nämlich schon mal hier, das Rad. Und schon wieder platt. Du bist ja ganz oft bitte das schön. Rad reparieren, oder? Der Stein soll das gewesen sein hier? Oh Mann, ey. War das ein Spitzerstein? Ja. Ja, muss man was einlegen. Eine Einlagerung machen. Papa, ich bin nach oben. Und mach das den Fernseher aus. Bitte mach den aus, ja. Das kann ja keiner ertragen sonst. So, ich hol mal einen Schlauch. 20 Zoll. Ich weiß ja, dass du das nicht so sagen kannst. Ja. Du hast, wenn ich so etwas gucke. Ja, ich mag das nicht so doll. Aber danke so viel. Ah, so, das ist mein perfektes Schaum. Was? Das habe ich doch von einem herbekommen. Das setzt mal die Kamera auf. Die Kamera ist geschmiert. Das nimmst du. Ist ja furchtbar, die will die ganze Zeit mit mir quatschen oder so, dass ich mir hinsetze und dann quatscht er selber am Telefon, stundenlang. Furchtbar. Hast du viel drin? Ich hätte gern 6 Katzenaugen. Und da wartet eine Frau oben noch auf deine Hilfe. Schon wieder? Ja, hier gerade. Keine Zeit, weil ich bin gerade runter. Ja, ich weiß. Alter, ich komme ja nicht von hier oben, die kann ja kaum noch laufen. Ja, okay, aber du musst halt aufpassen. Ja, meine auf, ey, Alter. Na, was? Ich kann ihn noch. Sie hat ein Leben voller Arbeit hinter sich. Ja, aber ich kann ja genauso über Fahrräder stolpern, die da alle rumstehen. Also, die muss ja eh. Das aufpassen. Ist halt zu tief. Das ist zu tief. Ja, die anderen Pfostenschein. Mach einen Pfostenschein. Ja, eine Baumscheibe ist eine Baumscheibe. Dann läufst du gerade rüber oder so. Nee, und die anderen Baumscheiben vom Reet. Du musst halt einen Pfosten ranschrauben und dann ist gut. Mach ein kleines Friedchen und dann ist okay. Ach so, und die von Reet, die alle, die braunen Dinger, die kleinen, da läufst du nicht um. Na, der andere Reet hier, der grauhaarige, der hier alle Baumscheiben gemacht hat, die normalen mit dem Reuterkiez. Management, Mann. Die alle gleich aussehen hier. Da kannst du nicht auch noch hinlaufen. Die sind so hoch, Mann. Und da ist kein Fähnchen, kein Reflekt bei dran und gar nichts. Naja, wahrscheinlich ist das aber so, dass das steht halt so einzeln da. Weißt du, wie ich meine? Da ist vielleicht kein Busch oder so. Bei den anderen, weiß ich ja nicht, sieht ja so als buschig. Da läufst du automatisch vielleicht rum. Du sollst auf ihr Handy gucken, wenn sie läuft. Hört schon auf. Das steht einem noch nicht zu, eine Frau zu reden, die fast. Nein, natürlich nicht, ja. So, ey, kannst du nicht machen, die hat ein Leben lang, wie gesagt, gearbeitet, ein bisschen abzuholen. Ja, tolles Kunstwerk, aber trotzdem, also, ich fühle mich jetzt nicht so schuldig. Nein, aber ey, hau da so einen neuen Pfosten drin und dann ist gut. Meinst du den Reflektor? Der Reflektor wird sich noch ohne. Was denn für ein Pfosten? Da ist ein Pfosten. Der Reflektor wird sich ohne davon abhalten, ja, nicht immer wieder drüber zu stolpern. Soll ich da eine riesenrote Flasche und Warnbarke hinstellen? Oder? Ja, das wäre gut. Moin. Der Konus von der Hinterradachse irgendwie so ein bisschen locker. Ja. Und die Gangschaltung ist so wahrscheinlich nochmal neu ein bisschen eingeschaltet. Das ist eine Nabenschaltung. Eine Nabenschaltung, wenn der ja. Konus locker ist bei der Hinterachse. Keine Ahnung, das waren jetzt gerade, das mit dem Konus hat gerade dann nicht oben gesagt. Ist eine andere Schaltung oder andere Draht? Nee. Also eigentlich dachte ich immer, ich hätte eine Nabenschaltung. Also nicht so was hier? Ja, also es sind auch so Blätter dran, aber ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele. Nee. Ich versuche nur gerade seit 2 Stunden hier ein Rad drin zu stellen, deswegen mache ich das jetzt definitiv zu Ende. Nee, ist vollkommen in Ordnung. Und dann bin ich gleich da. Vielleicht willst du auch irgendwann Feierabend machen und so. Naja, 21 Uhr, bloß dann muss ich noch einen Auftrag erledigt haben. Aha.
Und das wird immer nicht, wenn man... Ja, dann willst du ja wahrscheinlich um 21 Uhr dann auch Feierabend machen. Das ist meistens Erfolg. Klappt das nie. Furchtbar. Das ist jetzt gleich Feierabend hier. Auf alle Fälle auf diesem Sender, auf diesem Kanal, 2 Stunden, 2 Minuten habe ich noch. Auf der Kamera, allerdings nicht mehr hier in Real Life. Da habe ich noch eine halbe Stunde. In der halben Stunde muss ich versuchen, hier das Hinterrad irgendwie zu richten. Das hat nämlich Spiel. Die gute Dame hat selber den Schlauch gewechselt, was erstmal nicht verwerflich ist, sondern sogar sehr löblich. Aber jetzt schalten die Gänge alle nicht mehr. Und wahrscheinlich hat sie nur die Schaltung verstellt und das Spiel muss natürlich raus. Also damit fährt man natürlich nicht weiter. Also, oh, wir brauchen die Schildchen aus der Tasche. Guck mal, was ist das mit dem Automaten? Der funktioniert rein mechanisch, ja? Das weiß ich nicht. Wieso fragst du mich denn das jetzt? Das ist ja richtig, aber das ist Zoom-Kiste und Zoom-Kiste ist halt tatsächlich nicht als Schlauch. Da hole ich mir einen scheiß Zigarettenautomaten, der wirklich nicht viel kostet, die mechanischen. Ja, ach, die kostet nicht so viel, ne? Na ne, 150 Euro. Was? Kostet so ein Ding. Die wollten uns mal haben, ja, echt? Ja, und der hier, da habe ich 350 bezahlt und das war günstig. Das ist Zoom-Kiste. Und Zoom-Kiste ist schon mal tutet. Ist natürlich klar. Der passt natürlich nicht, wir nehmen den. Und ich habe ein Hollywood, Giant Hollywood Series geschenkt bekommen. Auch geil. Oh nein, das Lager oder was ist kaputt hier? Sich ducken? Oh, da fängt schon an, hier wieder drin. Ja, da ist kaputt. Ey, ist nicht eine Kugel. Oh, eine Kugel ist noch drin, ey, ich fass es nicht. Was? Kein leichter Auftrag. Kein mal eben schnell mal. Hier. Was? Willst du gucken? Kaum zu glauben. Ey, exakt eine Kugel ist noch drin. Vielleicht ist die heute schon mal vorbeigefahren, also der Speicher ist kaputt. Ja, auch. Hier, da ist die einsame Kugel. Siehst du sie? Mhm. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Ist gut. Der Rest ist durchgebrochen ins Innenleben. Ja, na, das kannst du vergessen, oder? Oder kann man das so weit aus? Nee, das geht nicht mehr, oder? Das ist durch. Scheiße. In Ordnung ist. Und wenn der durchgebrochen ist nach innen, dann heißt ja, dass der Gegenkonus auch kaputt ist, die Lagerschale kaputt ist, dann musst du den hochwechseln und ach, das Glober, das ist nicht rentabel. Nee. Möchte ich mal fast behaupten. Tut mir leid, gute Frau. Das wird nichts. Tja, was mach ich jetzt? Schraube ich die auseinander noch schnell? Das ist die Frage. Wenn du damit erstmal anfängst, dann bist du ein paar Stunden beschäftigt. So geht's ja auch nicht. So schnell jetzt auch nicht, wa? Aber wir gucken mal. Ich fange mal an damit. Bist du auf damit, bis es fertig ist? Ja, mal gucken, vielleicht geht es ja schnell. Also ich zerlege jetzt hier die Sachs, Gebrüder Sachs. Ich zerlege die Gebrüder Sachs. Ist das ein Ding oder was ist das? Ja, ist das ein Ding? Komm, wir sehen ein Ding. Oh, dann klar. Nee, ist eine Ablage für Ablageschale für Kleinteile. Ja. Nämlich ideal. Habe ich gedacht. Ja, rein die Kleinteile und dann. Also ich zeig nochmal warum und wieso und weshalb. Und Dennis pflichtet mir bei, einfach sagt immer nur ja, genau. Alle Nase lang einfach so. Damit das authentisch klingt. Ja. Genau, Reusmann ist auch wichtig. So, hier einmal der Rundumblick. Ach, da sind doch mehr Kugeln drin. Schau mal an, da sind noch ein paar. 1, 2, 3, 4. Wo kommen die denn jetzt her? Wo sind die jetzt rausgefallen, weil ich das gedreht habe? Da hat dir der Rundumblick gefehlt. Na guck doch mal. Ja, ja, ist ja richtig. Wo kommen denn die jetzt her? Die waren doch gerade eben nicht da.
Nach dem Problem. Nee, dann jeden Morgen in der Küche. Weiße Schüssel, die steht doch in der Toilette. Im Waschbecken oder am Waschbecken. So, also ich schraube jetzt auf, ja? Jo, schraub auf, schraub auf. Schraub auf. Freie Deutsche Jugend, schraub auf. Ja. Und jeder kommt mir in den Rad, dann gibt's Dresche. Ja, sind sie angeschlossen, nicht angeschlossen? Zwei sind nicht angeschlossen. Sollen sie runter im Keller oder draußen stehen? Die müssten ja dann nachher wahrscheinlich draußen stehen. Aber ich muss sie mit dran schließen. So, hier haben wir einmal das Ding. So, guck mal hier. Guck mal hier. So, das ist der Lagerring mal gewesen, offensichtlich. Der sieht aber schon doll aus. Noch ein bisschen an ihr Lippen hat er, ja. Und hier sind doch Kinder. Guck doch mal, hier fehlt doch alles. Da. Ich weiß nicht, wie so was aufgebaut ist. Naja, nicht so. Nee. Also nicht so, ne? Dass das alles so weg und drin fällt und so. Also. Und das ist durchgebrochen. Guck mal hier. Achso, das gesamte Lager oder die Lagerschale oder? Ja. Tja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wahrscheinlich hier nochmal so ein baugleiches Ding weg nur doch nicht mehr haben. Denn die Hände gleich mitgewaschen. Guck mal hier. Stück Metall, undefinierbarer Herkunft. Ist das vielleicht vom Lagerring irgendwie zusammengepresst oder? Ja, aber guck dir mal an. Nee, das ist ja ein Stück Vollmetall. Das ist Vollmetall, genau. Ist hier hoch. Walze mal gewesen oder so. Na gut, dann sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber hier, wie gesagt, das bockt auch. Hm. Jetzt. Ah. Passt auch. Ist aber leider kein Dicht-Lump mehr. Ja, nehmen wir Sprühdichtung. Sprühschiff, ja, wenn der aushärtet dann. Der muss ja eigentlich auch nur fest sein hier. Weil der hat ja einen Anschlag. Ach, dafür ist ein Werkzeug. Ach so. Ja, ich bin mal gewundert, ich dachte, da ist ein Flaschenöffner integriert. Hier, so kann man sich täuschen. Naja. Ehrlich, hast du das wirklich gedacht? Ja, könnte man nie erklären. Naja, ich habe früher. Also, es gibt eh ein Werkzeug von Mylar, ist das von den Franzosen, die haben da echt einen Flaschenöffner dran. Da dachte ich, oh, das ist ein offizielles Werkzeug für Helikomatik-Namen. Und denke mir immer, hey, oh Mann. Das ist so das Standardwerkzeug, was er ja immer früher in der Werkzeugtasche vom Ostrad hatte. Ja, so lernt man halt immer dazu. Das ist der Fichtel- und Sackschlüssel, dann gibt es den von Renak ja noch. Da wurde eh nicht so erfunden. Sag den Kindern was. Sag doch was. Ja, wenigstens jeder. Die kannst du vielleicht nicht. Das ist wahrscheinlich, kannst du auch nicht unterscheiden. Konditionieren kannst du wahrscheinlich nicht so gut, aber. Quiekt aber lauter. Und mehr Schwein. Wahrscheinlich, ja. Ein Guinea-Pig. Ich bin doch mal absolut nur die Ruhe im Glied. Was für ein Glied? So schlecht. Ja. Schneller, schneller! Ah. Yo. Oh, das ist eigentlich spannend. Ich merke, das wackelt hier. Es springt gleich auf. Sehr leicht. Nicht so leicht. Schirrig. Ganz schwer. Wunderbar. Ja, ob es wirklich auf lange Strecken funktioniert, das werden wir noch sehen. Aber erstmal wartet uns. Jetzt funktioniert es hier. Der kommt. Wie Zehente. Kommt mit ihrem Hals. Ja, tief bis tief unter dem Rand. Die wie Zehente. Knack, knack. Die arme WC. Oh, brennt ins WC mit dir. Ich das Leben auch anders vorgestellt. Die von den Rand und den Kacke raus. Das hat sie auch noch ohne, weißt du, wie die morgens zum Bäcker und ohne Brötchen. Ja. Völlig ohne. Die jeden Tag steckt die ihren Hals in die Toilette. Ja. Ey. Bis tief unter den Rand. Bis tief unter den Rand, ey. So, was mach ich mal? Was nehmen wir jetzt für Teil? Was nehme ich denn für das Teil? Der Teil selbst ist ja schon Gold wert eigentlich. Ja. Und im Endeffekt war es jetzt nur ein Kugelring. Nochmal 5er. 35, fertig. Ja, was hättest du jetzt gedacht? Jetzt gedacht, da kommen jetzt 20 nochmal drauf. Naja, ich hätte jetzt wahrscheinlich. Naja. Na sag doch mal. Ja, keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich auch 35 oder 40 genommen oder so.
gar nicht vorstellen, dass er irgendwie. Oh. Wo ist denn mein Heft? Ist aufgeklappt und noch hier drin. Darf doch nicht. Jetzt gucken wir mal, was draußen los ist. Ich räume alle zusammen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder, weil das Fahrrad läuft wieder. Läuft. Ja. Fährt. Ich freue mich. Das hier macht. Ist heute doch unendlich viel Material zusammengekommen. Muss ich mal sehen, ob ich das schaffe, noch zu schneiden, ohne einzuschlafen. Morgen ist Dienstag. Morgen ist Dienstag, da hat der Dennis richtig gesagt. Vorbau. Jetzt heißt es alle drin bringen und gute Nacht sagen. Also. Gute Nacht. Schlaft gut, Leute. Ich wisch nochmal die Linse. Denkt dran, dreckig geht da nicht ins Bett. Nee. Das ist jetzt 9:30 Uhr. Ciao.